Grundfunktion kultureller Orientierungsmuster. Gestalt und Funktion 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 kultureller Orientierungsmuster. Die Autoren verweisen auf die Szenarios heroischer Lebensverlängerung, wie bei Karen Ann Quinlan, die 1975 nach übermäßigem Alkoholgenuss und Tabletteneinnahme in ein Krankenhaus gebracht worden war. Die Ärzte hatten festgestellt, dass sie einen irreparablen Hirnschaden erlitten hatte. Die Eltern des Mädchens hatten das Abschalten des Beatmungsgerätes im Wesentlichen deshalb gefordert, weil sie verspürten, dass ihre Tochter Schmerzen erlitt. Sie versuchten mehrfach, zuletzt nach langen Beratungen mit einem Geistlichen, die Ärzte zu überzeugen, ihrem Antrag nachzugehen. Sie hatten keinen Erfolg und sorgten für Schlagzeilen in der Weltpresse, als sie vor Gericht beantragten, die Geräte abzuschalten und die ärztliche Betreuung einzustellen, um ihrer im Koma liegenden Tochter weiteres Leiden zu ersparen. Obwohl die drei Autoren von Harvard Medical School unter strikter Ablehnung des Futility-Konzepts Konfliktlösungen auf möglichst vielen Ebenen, insbesondere in Ethikkommissionen, vorschlagen und den öffentlichen Diskurs fast im Sinne einer Diskursethik des Philosophen Habermas fordern, halten sie eine sehr lange dauernde öffentliche Auseinandersetzung wie bei Karen Ann Quinlan eher für schädlich. Unter dem Blickwinkel rousseauischen Denkens zeigen sich hier wiederum Formen der Entfremdung. Wünsche an die Medizin, die aus der Intimsphäre persönlicher Vertrautheit entstammen, werden zugunsten einer öffentlichen Debatte, die den Charakter äußerster Entfremdung trägt, abgewiesen. Und über den Erfolg dieser Aktion, ein qualvolles Weiterexistieren in einem sogenannten vegetativen Zustand, hätte Rousseau mit Worten aus seinem Emil so geurteilt: Ich weiß nicht, von welcher Krankheit uns die Ärzte heilen, aber was nützt es uns, wenn sie Leichen zum Gehen bringen? Wir brauchen Menschen. An Jean-Jacques Rousseau ist man auch gemahnt, liest man den im Juliheft von Science, ebenfalls von Medizinern der Harvard Medical School, stammenden Appell, die Medizin neu zu überdenken. Eindringlich erinnern diese Mediziner daran, dass 80% der Weltbevölkerung in extrem armen Gesellschaften leben, dass keines der relevanten Probleme wie Drogenmissbrauch oder verlassene Straßenkinder jemals als Gesundheitsproblem angesehen wird.